Diese Veranstaltung ist geprägt von Gedanken aus dem Domain-Driven Design und auch die Konzepte aus dem letzten Video sowie Entities und Value Objects sind von dort entlehnt. Jetzt wird es mal Zeit, Domain-Driven Design auch wirklich einzuführen. Und das kommt jetzt. Das ist das auch sogenannte blaue Buch von Eric Evans, Domain-Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software. Das Buch ist 17 Jahre alt, das ist 2003 zum ersten Mal rausgekommen. Es gibt keine zweite Auflage davon, es ist immer noch die Erstauflage, die man kaufen kann. Das Buch verkauft sich immer noch sehr gut. Obwohl es so alt ist, prägt das Buch nach wie vor die Software-Community in einem sehr starken Maße. Ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2020, einen Vortrag auf der OOP in München gehalten, eine der wichtigsten Software-Architektur-Konferenzen in Deutschland. Und ganz viele Vorträge drehten sich rund um das Thema Domain-Driven Design und wie man das in praktisches Handeln in der Softwareentwicklung umsetzt. Also das Bild von diesem blauen Buch war in vielen Vorträgen drin und es ist Grundlage für Paradigmen, die nach wie vor sehr aktuell sind, wie zum Beispiel Microservice-Architekturen. Die Konzepte, die wir in dem vorangegangenen Video gesehen haben, nämlich Entity und Value Object, die entstammen ebenfalls diesem Buch. Der Mann dahinter ist Eric Evans, nach wie vor unterwegs mit diesem Thema. Die Essenz von Domain-Driven Design sollte man Eric Evans dann noch selber erklären lassen. Ich habe das mal aus einem Interview von 2016 rausgezogen, das er der JAX Center gegeben hat. Der entscheidende Punkt, um den es mir geht, ist auch der Grund, warum das Konzept Domain-Driven Design heißt. Wenn wir Software entwickeln, dann sollte unser Fokus nicht primär auf den Technologien liegen, die wir verwenden. Stattdessen sollte sich unser Hauptaugenmerk auf die geschäftliche Seite richten, also auf den fachlichen Bereich, den wir mit unserer Software unterstützen wollen, kurz auf die Domäne. Das ist es, was ich mit Domain-Driven Design meine. Wenn Sie sich dieses Zitat ein bisschen genauer anschauen, dann sollten Sie schon Parallelen zu der Struktur und dem Aufbau dieser Veranstaltung und den Lehrmaterialien darin sehen. Wir sollten aber, damit wir es wirklich vernünftig verstehen, auch vielleicht mal diesen Begriff der Domäne erstmal genauer anschauen. Was genau ist denn eine Domäne oder eine Domain auf Englisch? Verschiedene Deutungsmöglichkeiten bieten sich an. Ist Domäne sowas wie die Internetdomäne der TH Köln? Oder müssen wir da nochmal weiterschauen? Oder wir schauen mal bei Merriam-Webster nach. Da ist eine mögliche Bedeutung von Domain Complete and Absolute Ownership of Land. Also so etwas wie das Reich eines Königs oder eines Fürsten. Oder wenn wir mal ganz runter scrollen, im Bereich Computer, a subdivision of the Internet consisting of computers or sites usually with a common purpose. Ist das damit gemeint? Eher nicht. Schauen wir stattdessen mal im Duden nach. Da werden wir dann schon eher fündig. Da finden wir zum einen die Bedeutung Staatsgut, staatlicher Landbesitz. Das ist es eher nicht. Beim zweiten, da sind wir dann schon eher nahe dran. Spezialgebiet, Gebiet, auf dem sich jemand besonders betätigt oder besonders gut auskennt. Und damit haben wir das eigentlich getroffen. Das ist die Bedeutung von Domäne, die wir hier in der Veranstaltung und die auch in dem Buch Domain-Driven Design zugrunde liegt. Eine präzise Definition von Domain finden wir auch bei Eric Evans selber. Und zwar, wenn wir in die Domain-Driven Design Reference gucken, das ist eine frei erhältliche Kurzversion von seinem blauen Buch. Und da wiederholt er nochmal so ein paar wesentliche Definitionen. Und hier findet sich das direkt am Anfang. Domain, a sphere of knowledge, influence or activity. The subject area to which the user applies a program is the domain of the software. Das heißt also, ich habe ein Feld, in dem sich Menschen betätigen, indem sich Menschen gut auskennen und für die eine Software, ein Programm bereitgestellt wird. Und dieses Feld, auf dem diese Software benutzt wird, das ist die Domäne der Software. Warum fordert Evans, dass man nicht bei der Technik ansetzen soll, sondern bei der Fachlichkeit? Es wird ein bisschen klarer, wenn wir auf Gründe für Komplexität schauen. Wir haben
In jeder Software eine technische Komplexität, die durch die Frameworks, die Programmiersprache, unser Hosting-Environment, unsere Tools, die wir benutzen und so weiter, entsteht. Zusätzlich haben wir die gegebene Komplexität der Domäne. Auf die technische Komplexität haben wir selber einen gewissen Einfluss in der Art, wie wir unsere Tools und unsere Bibliotheken und unsere Architekturpatterns auswählen. Aber auf die Komplexität der Domäne haben wir keinen Einfluss. Wenn ich jetzt eine Banksoftware entwickle und ich frage meinen Kunden, Überweisungen sind einfach, kein Problem, das setzen wir um, aber die Kreditkartenbuchungen, das ist doch ziemlich tricky, haben wir gemerkt, können wir die weglassen? Ich glaube, dann wird der Kunde nicht mehr viel Freude an der Arbeit mit uns haben. Das heißt, Komplexität der Domäne ist gegeben und die können wir nicht ignorieren. Und das ist eben auch der Grund, warum es sinnvoll ist, dort anzusetzen, erstmal diese Komplexität wirklich angemessen zu verstehen und zu durchdringen und zu beschreiben mit den passenden Konzepten. Und hier in der Veranstaltung werde ich einen ganz starken Fokus darauf legen, dass wir diesen Weg gehen und dass Sie die Konzepte, die Ihnen helfen beim Verstehen der Domäne, dann eben auch rübertragen in die technische Umsetzung. Und genau das passiert in dieser Veranstaltung. Wenn wir uns Gedanken über sowas wie das logische Datenmodell machen, also ein Domänenmodell erstellen, was schon recht nahe an der Umsetzung ist, wenn wir Konzepte wie Entities und Value Objects einführen, die ihre Wurzel in der Fachlichkeit haben und die man dann aber direkt auch wieder in den entsprechenden Umsetzungen, wenn man Spring Data JPA benutzt, wiederfindet, dann haben Sie an der Stelle genau diese Brücke zwischen einer Durchdringung der Fachlichkeit und der Art, wie Sie dann die Software tatsächlich bauen. Und mit der Art sind wir hier sehr nah daran, wie in der Wirklichkeit, wie in der Industrie Software gebaut wird. Was sind die Kernprinzipien von Domain-Driven Design? Man kann es letztlich auf drei Prinzipien zusammendampfen. Das erste Prinzip, eigentlich jetzt schon hinreichend erklärt, die Domäne ist der Ausgangspunkt für jede Art der Implementierung. Und das führt, das werden wir dann noch sehen, zu so modernen Architekturstilen wie Microservices oder einem sogenannten Monolithen. Das zweite Prinzip ist, dass die Komplexität in Iterationen erfasst und umgesetzt wird. Man versucht also nicht beim ersten Mal schon alles richtig zu machen, sondern man baut erstmal eine erste Version und dann verfeinert man diese und dann arbeitet man die nochmal drüber und dann muss man vielleicht auch noch ein viertes Mal dran, weil, so sagt Evans und so ist auch meine ganz persönliche Erfahrung, man hat überhaupt keine Chance, es beim ersten Mal richtig zu machen. Jedenfalls nicht bei echten Alltagssituationen, die eine wirkliche Komplexität haben. Und das dritte Prinzip ist die Schaffung einer gemeinsamen Sprache, einer sogenannten Ubiquitous Language, einer Sprache, die gemeinsam von dem Implementierungsteam und der Fachseite gesprochen wird, die basiert auf einem gemeinsamen Verständnis der Domäne, die in einem Domänenmodell erfasst ist. Und diese Ubiquitous Language oder allgegenwärtige Sprache auf Deutsch, die ermöglicht es mir als Team tatsächlich eindeutig zu kommunizieren und mich nicht in Missverständnissen zu verlieren. Diese Punkte 2 und 3, also Arbeiten in Iterationen und die Schaffung einer gemeinsamen Sprache, werden wir uns jeweils in eigenen kleinen Videos nochmal näher anschauen. Damit haben Sie die wesentlichen Grundzüge des Domain-Driven Designs kennengelernt. Hauptwesenszug des DDD ist, man beginnt bei der Fachlichkeit und versucht, diese möglichst gut zu durchdringen und beschreibt die Fachlichkeit in gewissen Patterns, so wie Entities, Value Objects, gibt es noch ein paar mehr, so wie Aggregates und Layers in der Architektur und versucht dann, diese Konzepte möglichst gut in der Software umzusetzen. Und dafür gibt es Bibliotheken und Frameworks, die einem dabei helfen, wie zum Beispiel Spring Data JPA, was wir in dieser Veranstaltung eben auch noch kennenlernen werden.